Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atlas Fallen und dem Beagle. Ich werde jetzt versuchen, mit Anlauf, viel Mut, zu sterben. Sie ist da oben gelandet. Nicht schlecht, ne? Dann sag mir doch mal eine valide Methode, wie ich da rüberkomme. Ich meine, außer gar nicht. Ich habe den reißenden Händler entdeckt. Du hast doch ein paar Tribute, oder? Wo hast du den entdeckt? Wo hast du denn sein Fähnchen fliegen sehen? Armberge sieht mehr als ich. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, wenn ich ehrlich bin. Deine Rüstung könnte etwas Aufmerksamkeit vertragen. Ja. Können sie an einem Amboss verbessern? Oh, ein Amboss. Nee, gar nicht wahr. Eine halbe. Wo hast du den reißenden Händler entdeckt? Da ist. Schwer verwundet. Lass uns einen Amboss zum Ausruhen suchen. Jaha. Erstmal nehme ich den Händler hier. Ich verkaufe alle möglichen tollen Sachen. Ich weiß. Da bist du ja wieder. Musstest du dich bereits dem Zorn des Wächters... Ich bin nur... Es gibt bei den Reichen eine große Nachfrage nach Essen mit... Aber sei nicht böse, wenn ich es mit Gewinn verkaufe. Bin ich nicht. Ich würde dafür sogar mehr bezahlen. Ich möchte gerne... Ich hätte so viele Möglichkeiten. Ich möchte aber die rosa Farbe. Du hast ein scharfes Auge. Du gehst schon? Ja. So. Nee, nicht. Rüstung anpassen. Tada. Da. Da. Alter. Schaut mich an, wie schick ich jetzt bin in Rosé. So, wo kriege ich jetzt einen Amboss? Warte mal, ich möchte hier unten das mit den Tieren ausprobieren. Das interessiert mich nämlich in der Tat. Ich darf mich ihnen nicht schnell annähern, weil sie sonst Schiss kriegen, ja? Wie eine Karte. Oder ein Stück davon. Ja. Dem Besitzer muss sie wirklich wichtig gewesen sein. Ich spüre die Gedanken, die bei der Zeichnung herumwanderten. Ich kann dir wahrscheinlich helfen, ihn zu finden, wenn du alle Teile hast. Entschuldigung. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich glaube, ich werde mir jetzt die Minen angucken gehen, weil wie gesagt, ich komme da ja gerade noch nicht drüber oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Oder ich habe... Warte mal. Sehe ich das richtig, dass ich von hier aus aber rüberkommen könnte? Lass mal schauen.
Okay, hat sicherlich mit der Mine. Spähende Dorfbewohner. Ich bin auf der Suche nach den Rittern von Bastengar. Ich weiß nicht, aber wo auch immer. Okay, das war jetzt nicht so zielführend. Aber hier müsste ich drüber kommen. Das ist bei Weitem nicht so weit wie das andere, denke ich. Ich halte mich mal besser. Sie war vorher nicht hier. Ich erinnere mich an diesen Ort. Ich werde dir meine Augen leihen. Es gab Flüsse und Wälder, Vögel und Tiere. Das tut mir echt leid für dich. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Habe ich eventuell einen Amboss übersehen? Abenberger, habe ich einen Amboss übersehen? Hier vorne vielleicht? Oh nein, 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 nein. Das nur Tod und Verderben. Hufeisen. Okay. Endlich wissen wir, wie wir etwas Neues schaffen. Ja. Da, unter dieser Felsformation. Dieser Ort wird uns als Orientierungspunkt dienen. Von hier aus können wir in die Einöde aufbrechen. Okay. Ich kann nichts davon machen, weil mir Essenzkristalle fehlen. Aber dieser Ort wird uns als Orientierungspunkt dienen. Von hier aus können wir in die Einöde aufbrechen. Ja, weiß ich. Die Wüste ist weitläufig und voller Gefahren. Die Erinnerungen an das Leben hier sind längst verschwunden. Und nun ist es eine Einöde. Heimgesucht von allen möglichen Schrecken. Monumentum-Leistungsverbesserung. Die Essenzplätze auf der Monumentum-Leistung können mit Essenzstaub freigeschaltet werden. Je mehr Plätze bereits freigeschaltet sind, desto teurer wird der nächste Platz. Wähle ein gesperrter Essen. Okay. Aktuelle Essenzkosten. Wie viel habe ich denn? 900. Also einer wird theoretisch noch gehen, ja? Mache ich aber erstmal nicht. Ich kann meine Rüstung aufbessern. Perks. Ah, das hier will ich haben. Danke. Was ist das hier? Klingt auch cool. Die Essenzsteine. Sie sind gewaltige Werkzeuge. Wir verwenden sie nur für den Kampf. Aber in besseren Zeiten könnten sie auch andere Anwendungen finden.
Okay. Die Brücken sind doch noch nicht repariert. Steckst du auch hier fest? Nein, ich konnte springen mit Hilfe dieses Artefaktes hier. Ha, das scheint nützlich zu sein. Wir sitzen jetzt schon eine ganze Weile hier fest, ohne einen Weg zurück ins Dorf. Und die einzige Person, die etwas dagegen tun könnte, ist... Sag mal, könntest du uns mit deinen Kräften helfen, hier rauszukommen? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es versuchen. Du hast erwähnt, dass jemand anderes helfen könnte. Ja, Splinter. Sie ist eine Art Schreinerin. Aber, naja, sie hat sie nicht alle. Sie ging los, um am Tor westlich von hier Material zu sammeln. Sie sagte, sie würde die Brücke wieder aufbauen oder so. Oh Gott, da war die KI-generierte Stimme für die Probe, bis das Ganze synchronisiert worden ist, wohl irgendwie da drin geblieben. Oh, Zuckermaus, es ist alles in Ordnung, ich musste nur sehr lachen. Liebe Leute, wisst ihr was? Zuckermaus und ich hatten ein Abenteuer. Splinter ist westlich von hier, in der Nähe des Tores. Zuckermaus und ich hatten ein Abenteuer. Komm mal her, Zuckermaus, komm. Komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch, Jesse. Bipsi, komm mal hier hoch. Komm, Schitzu, komm mal her. Pippa. Oh, komm her. Komm doch bitte zu mir. Oh. Dann mach mal so. So, so seht ihr sie auch. Wir hatten ein Abenteuer, Zuckermaus und ich. Und zwar hat Zuckermaus sich ganz dezent in einem Haufen Scheiße gewälzt. Wer war unglücklich, dass sie geduscht werden musste? Sie hier und ich hier. Wir waren beide sehr unglücklich. Jetzt darfst du gehen. Du bist erlöst. Ich musste dich doch präsentieren. Leute, wenn eure Hunde sich irgendwo drin wälzen wollen... Auf Wiedersehen. Lasst es nicht zu. Es endet immer in Scheiße. Oder in... Also, es endet entweder Scheiße oder in Scheiße. Kommt der Gauntlet. Woher hast du ihn? Du kennst ihn? Ich hatte nicht erwartet, dieses Ding jemals wiederzusehen. Ich war dabei, als die vorherige Trägerin ihn hatte. Ich habe sogar versucht, ihr zu helfen, ihn zu verstehen. Aha. Wir haben Fehler gemacht. Und ich könnte nicht damit leben, wenn du diese Fehler wiederholen würdest. Willst du meinen Rat hören, wie du die Kräfte dieses Artefakts meistern kannst? Ja, komm, erzähl mir. Ja, bitte erzähl mir von dem Artefakt. Vieles daran ist für mich ein Geheimnis. Gut. Im Moment ist viel geredet. Dann lass uns anfangen. Weißt du schon etwas über das Parieren? Erzähl mir mehr über das Parieren. Das Geheimnis des Parierens liegt darin, deine Gegner genau zu beobachten. Mhm. Bei manchen Phantomen leuchten die Augen rot auf, bevor sie angreifen. Bereite dich dann auf das Parieren vor. Wenn die Essenz in einem Phantom rot leuchtet, bedeutet das, dass du parieren kannst. Aber hüte dich vor dem blauen Licht. Jedes Phantom hat ein bestimmtes Angriffsmuster. Präge es dir ein. Dann kannst du besser parieren. Warum gehst du nicht los und übst deine Fertigkeiten an den Phantomen, denen du begegnest? Westlich von uns, direkt außerhalb dieses Lagers, gibt es Phantome, die leicht abzuwehren sind. Aber du kannst deine Fähigkeiten natürlich an jedem Phantom verbessern. Ich kann dir später mehr dazu sagen. Warum parierst du jetzt nicht mindestens bei 3 Phantomen? Ich werde jetzt gehen. Viel Glück. Ja. Ich habe ein weiteres Bauwerk gefunden, das im Boden versunken ist. Dies ist das dritte, das ich in Caladrias gefunden habe. Ich habe mehrere Stunden damit verbracht, dieses ganz spezielle Exemplar zu untersuchen. Ohne Erfolg. Und dann habe ich... Nun ja... Ich habe drauf eingeschlagen. Mit meinem Hammer. Aus Forschungszwecken. Und es hat was gebracht! Alle Steine in der Umgebung haben plötzlich auf genau derselben Frequenz vibriert. Faszinierend. Slide.
ein Splitter ist. Ja, Moment, was ist das? Wir sollten nach ihm suchen. Ja, Moment, Moment. Ein A, ein A. Nein. Momentumfeld. Okay, ja, im Moment kann ich nicht so viel machen. Na gut, dann nehme ich den Splitter doch. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, nehme ich den Splitter. Und dann kann ich mich immer noch Nebenquests widmen. Wirklich helfen, vergiss das nicht. Ja, weiß ich. Mir einfach nehmen. Wir haben alle Splitter gefunden, die wir brauchen, um den Gauntlet neu zu spielen. Okay. Wo war jetzt nochmal der Amboss? Wo war der beschissene Amboss? I don't know. War der da irgendwo oben? Warte mal. Was? Karte. Nee, der Amboss war da hinten. Und danach würde ich sagen, werden wir uns ein paar Nebenquests zu widmen. Daran gewöhnen, die richtige Taste zu drücken. Irgendwann. Je nachdem, wie lang dieses Let's Play ist, wenn es so Open World groß ist wie The Witcher, dann kann es maximal 120 Folgen tun. Ich meine ja nur, ne? Ah. Das Einsammeln habe ich sehr schnell mit der Taste rausgehabt, wenn ich ehrlich bin. Den Rest noch nicht. So. Gauntlet-Verbesserung. Es ist egal, was ich mach, oder? Selbst ich genieße es, durch die Luft zu gleiten. Ich spüre ein weiteres Stück unter großen Ruinen. Wir müssen danach suchen. Ich, warte mal. Momentum-Leistenverbesserung. Ach, okay. Oh, wisst ihr was? Jetzt habe ich mir das schon
nebenbei gemacht und nichts eingesetzt. Das ist geil, oder? Was ist das denn? Erhöht den Schaden von Zerschmetterer. Okay. Kann ich alles nicht herstellen. So, Questen. Hauptquesten, Nebenquesten, Botengänge. Okay. Brückenbau. Kann ich den irgendwie... Ja. Ja, finde Splinter. Konntest du die Angriffe der Phantome erfolgreich abwehren? Ich werde jetzt gehen. Viel Glück. Ja, danke. Aber wie kann ich mich an einem Amboss bitte ausruhen? Dann gib sie halt so her, aber bitte. Ein Panzerbrecher? Oh, gegen den will ich kämpfen. Das Gleiche. Versuch's doch. Alter, er versucht's immer noch mit seinem pissigen Gehabe. Ach. Jetzt idealerweise nicht mehr so treffen lassen, ne? Ah, sagte ich. Was mache ich denn hier? Ah.
Was macht er denn jetzt? Ich sehe das gar nicht ein, gegen den zu verlieren. Oh Gott, ich bin so nah dran, wieder Heilung zu bekommen. Nein! Und auch so nah dran zu sterben. Völlig durch. Puh. Ah. Endlich wissen wir, wie wir etwas Neues schaffen. Oh, das ist weh. Da vorne möchte ich hin, das sieht positiv aus. Was kann ich denn hier machen? Heben. Heben. Die Kraft des Gauntlets ist begrenzt. Je mehr Stücke du findest, desto stärker. Dann gehen wir mal nach da vorne hin. Das sieht mir nämlich nach dem richtigen Weg aus. Ich glaube, hier können wir auch ziemlich gut Pause machen. Setzt sich der Kraft, die Dinge fallen lässt. Zeig mir wie. Du musst Splinter sein. Ah, Rostklinge okay. Hat mich geschickt, um dich zu finden. Sie sagte, du könntest etwas über die Brücke wissen. Die Seilbrücke? Verstehst du das nicht? Du veränderst alles. Mit dir kann diese Steinbrücke... Oh! Splinter! Wir müssen ihr hinterher. Ach, sag bloß. Ich bin gerade nicht am Damm, wenn ich ehrlich bin. Ob sie fallen gelassen wird? Wie geht's? Ich habe Sand gefunden. Das ist auch das Schlimmste, was dir passieren kann, ja? Sand im Mund zu haben. Na, wenn das das Einzige ist. Verfolge das Phantom. Das ist ein Experiment, das ich lieber ausgelassen hätte. Alter, wo geht das hin? Es fliegt direkt auf dieses Plateau zu. Welches Plateau? Sieh doch! Sie ist auf der Klippe. Das ist eine Gruppe von Plateau. Wir dürfen also keine Zeit verlieren. Dinger. Es heißt, der Wächter kann durch ihre Augen sehen. Sie sind überall. Ich bin nie in der Nähe von einem gewesen. Zu gefährlich. Sie sind immer an ein starkes Phantom gebunden, das Gebiet bewacht. Wenn wir das zerschlagen, sollte der Wachturm seine Macht verlieren. Okay. Wo ist sie denn hin? Hier nicht. Eine Nebenquest hin. Elite-Gegner. Ruf. Und das ist Wachturm. Ich weiß gerade nicht, ob ich ready für einen Elite-Gegner bin. Ich glaube nämlich eher nicht. Aber naja. Ich glaube, eine großartige Wahl habe ich auch.
schauen, was uns da erwartet. Turm besiegst, verschwinden der in unbekannten Nebel, wodurch Tiere und Charaktere in das Gebiet zurückkehren können. Okay. Was habe ich denn jetzt hier? Wo kann ich das denn anlegen? Du generierst noch mehr Momentum. Das ist ja nett, aber... verdorbene Steine können mit Hilfe besonderer Pflanzen verbessert werden. Okay. Tja, Flüstern. Gott, ihr Lieben, ich mache hier einen Cut rein. Sag mal, wo habe ich denn jetzt den Händler gesehen? Irgendwo hier hatte ich den Händler gesehen. Oh Mann, Überblick. Wo ist sie? Wo ist sie? Ohne Witz, wo ist sie? Mach mal weg hier. Hä? Übung macht den Meister. Ja, das interessiert mich nicht. Mich interessiert viel eher... Oh, Brückenbau. Schauen wir uns das nächste Mal an. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.